Servus Leute und herzlich willkommen bei einem weiteren Gameplay-Commentary. Heute geht es um Sprengkommando auf der Map Launch mit der schönen Waffe MPL. Die MPL habe ich mit dem Aufsatz Griff ausgewählt, da der die Präzision einfach um das Wesentliche erhöht und ich mit der Waffe extrem gut zurechtkomme. Ja, mit dabei ist außerdem kugelsichere Weste, Flinkheit Pro und Marathon. Meines Erachtens ist Marathon ein sehr nützliches Perk für Sprengkommando, da Ninja meines Erachtens in Sprengkommando nicht allzu viel Sinn hat, weil da einfach immer geschossen, explodiert und was weiß ich wird. Da ist einfach viel zu viel Action, um die Gegner richtig effektiv zu hören. Ja, kugelsichere Weste habe ich aus dem Grund dabei, falls ich mal gezwungen bin, ein wenig Objective zu spielen, kann ich einfach die Bombe, ist die Chance viel größer, dass ich die Bombe entschärfen kann, wenn ich meine kugelsichere Weste dabei habe und somit für Explosionsschäden so gut wie unkaputtbar bin. Genau. Mit dabei ist außerdem die Claymore, was meines Erachtens nicht so unbedingt extrem nützlich ist. Bei Sprengkommando bringt der Taktikeinstieg meines Erachtens sehr, besonders wenn es einen Auftrag gibt, wie zum Beispiel gewinnen Sie ein Sprengkommandospiel, ohne dass der Gegner einen Bombenplatz legt. Der Auftrag ist meines Erachtens nur zu bewältigen, wenn man einen Teamkameraden hat, der mit dir diesen Auftrag macht. Und insofern, wenn man ein bisschen Objective mit seinen Kumpels spielt, ist der auch recht einfach. Sehr hilfreich ist dann natürlich der Taktiker-Einstieg, aber jetzt mal zu der Stelle. Ich habe den Blackbird, eine 8. Abschussserie, und da meine 3. Abschussserie der Chopper ist und der nur noch einen Kill entfernt war und ich wirklich überhaupt keine Munition mehr hatte, habe ich hier einfach gewartet, um ja den Gegner in den Rücken zu fallen. Und meines Erachtens ist ein Camping, sage ich jetzt einfach mal so, Campen in dem Sinne, wenn man wirklich keine Munition mehr hat und man weiß, dass Gegner kommen, ist einfach nur, ja, wird sich jetzt blöd anhören, aber ich betrachte das jetzt vorerst mal als taktisches Warten. Ich weiß, es ist ein schwerer Begriff, aber in der Situation werdet ihr es hoffentlich verstehen, was ich mit der mit dieser Stelle ausdrücken wollte. Wenn ich es nicht so gut ausgedrückt habe, verzeiht mir das bitte. Ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt meine 3 Abschussserien schon erreicht. Zwar die Aufklärungsdrohne, den Blackbird und den Chopper, wie gesagt. Setze ich aber noch nicht ein, da ich sehe, wir haben einen Bombenplatz verloren. Und wir haben noch 3,5 Minuten Zeit. Ja, was ich zu der MPL sagen kann, ist, es ist ja mit Waffen immer das recht heikle Ding. Ein Großteil derjenigen, die Black Ops etc. Nicht so oft spielen oder wirklich so spielen, dass sie richtig hohe Killstreaks erreichen wollen oder halt schon von Anfang an mit derselben Waffe, wie jetzt in MW2 die UMP, traue ich mich jetzt mal zu sagen, ist. Ist ungefähr so vergleichbar mit der AKU. Mehr oder weniger. Falls ihr eine andere Meinung habt, schreibt das einfach in die Kanalkommentare. Ach, Quatsch, was laber ich. In die Videokommentare. Und lasst es mich wissen, falls ihr etwas am Waffensystem auszusetzen habt. Genau. Was wollte ich sagen? Ja. Die MPL ist meines Erachtens eine extrem effektive Waffe, besonders auf die nahe Distanz, weil sie einfach in 2 Blöcke mehr Schaden hat als die AKU, dafür aber
Nein, ich laber einen Scheiß daher schon wieder. Oh, fail, genau. Mein Gott. Also, die AKU hat zwei Blöcke mehr Schaden als die MPL, dafür hat die MPL zwei Blöcke mehr Feuergeschwindigkeit. Jetzt. Genau, und da finde ich, gleicht sich das Ganze eigentlich schon wieder aus. Ich habe jetzt mit dem Chopper 5 oder 6 Kills so gemacht, nur zur Info, falls es für jemanden interessiert. Auf Lounge ist er nicht allzu hilfreich. Da kann ich euch mehr die Hunde empfehlen oder das Donnergrollen. Ja. Ja, die MPL ist meines Erachtens sogar auf die nahe Distanz der AKU überlegen, wage ich mich jetzt hier mal zu sagen. Es ist natürlich auch so ein Ding, wie kommt man mit der Waffe klar? Es gibt Leute, die kommen mit der MPL überhaupt nicht klar. Allein schon wegen dem Iron Sight. Und ja, ich finde die Waffe einfach eigentlich echt cool. Probiert's mal aus. Mit Waffen, die ich jetzt so überhaupt nicht klarkomme, ist jetzt zum Beispiel die Uzi. Ich glaube, die ist auch nicht besonders beliebt im ganzen Jargon der Zocker. Aber die Uzi ist so eine Waffe, die liegt mir einfach nicht, genauso wenig wie die ACR in MW2. Sage ich jetzt mal so. Ja, es kommt halt immer darauf an, wie man mit der Waffe klarkommt. Klar, habe ich gesagt. Was gibt's noch? Genau. Sprengkommando. Ich habe auch hier wieder mit ein paar Kumpels gespielt. Was, ja. Kumpels, Abonnenten, Abonnentenkumpels, genau. Und ja, falls ihr auch mal mit mir zocken wollt, habt ihr natürlich die Chance, hier auf meinen YouTube-Kanal zu schaffen, was schon eine ziemlich große Ehre ist. Ja, addet mich einfach in PlayStation Network. Noch sind ein paar Plätze frei. Und dann zocken wir mal eine Runde zusammen oder auch zwei oder auch mehrere. Fail von dem Typen. Naja, kann man nichts machen. Addet mich einfach. Was gibt's noch zu sagen? Es ist ziemlich schwer, so 10 Minuten voll zu kriegen. So immer ein Stück zu reden, das ist gar nicht so einfach. Das ist wie man, wenn man jetzt Leute zuspammt mit Informationen. Naja. Genau. Schreibt mal in die Kommentare rein, wie ich vielleicht meinen Kommentierstil verbessern könnte. Und ja. Würde mich mal interessieren. Konstruktive Kritik bin ich immer dafür offen. Und insofern hoffe ich, dass ich mich dann auch verbessern kann. Ja. Genau. Was ich mir gerade noch in den Sinn kommt, ist Spawn Camping. Spawn Camping, Spawn Reaping, wie auch immer. Dabei handelt es sich um das schnelle Rushen zum Gegner-Spawn. Sehr beliebt in Sprengkommando, besonders auch in Herrschaft. Ja, ist extrem nützlich, um seine eigenen Killstreaks schnell zu erreichen. Sofern man es doch halbwegs intelligent macht. Das Problem ist, wie ihr vorhin gesehen habt, vielleicht, dass wenn man zu weit im Gegner-Spawn drin ist, drinne, dann kann es vorkommen, dass die Gegner von allen Seiten kommen und man hat keine Chance mehr, sich auch gegen mehrere Gegner zu wehren. Bei der Sache kann ich euch nur empfehlen, dass ihr eventuell von der Seite kommt, wie ich hier jetzt, ne? Hier meine Klemmer platziert, das war jetzt ja cool. Ja, kommt von der Seite in den Gegner spawnen. Die meisten rushen nämlich zentral raus, um gleich wieder im vermeintlichen Gefecht zu landen, aber da das Gefecht ja dann direkt an ihrem Spawn stattfindet, könnte sie total überrumpeln und somit euch einfach nur eure Kills abholen. Müsst ihr einfach mal abholen. Perfekte Situation ist es natürlich bei einem Blackbird.
Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, ne? Besser als gar nichts. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ja. Und da würde ich sagen, ciao. 50 zu 12 ist nicht schlecht. Nochmal ciao. Man sieht sich. Nein. Sehen tut ihr mich nicht, aber hören tut ihr mich. Also in dem Sinne, Servus. Bis zum nächsten Mal.